Extremwertaufgaben, innerer Extremwert. Also es geht jetzt hier wieder darum, eine Situation zu mathematisieren, irgendwie zu einer quadratischen Funktion zu kommen und davon dann den Scheitelpunkt oder das Maximum zu finden. Also so ist immer das Vorgehen. Wir haben eine Zielfunktion und wir haben eine Nebenbedingung. Und genauso ist es jetzt hier auch wieder. Gut, gucken wir erstmal rein. Der Eckpunkt A des Rechtecks ABCD befindet sich im Ursprung des Koordinatensystems. Ja, stimmt. Der gegenüberliegende Punkt C befindet sich auf dem Graphen der Funktion g von x ist gleich minus 1/2 x plus 6. Stimmt auch. Also die Funktion ist genau diese g und c liegt auf diesem Graphen. Ermittle, wie die Koordinaten von c gewählt werden müssen, damit der Flächeninhalt von ABCD maximal ist. So, da können wir jetzt wieder einiges an mathematischen Informationen herausziehen. Wir können zum Beispiel die Zielfunktion aufstellen. Das ist hier, glaube ich, das Leichteste. Die Fläche dieses orangenen Rechtecks, die ist ja, die bezeichnet man ja immer als A. Und der Flächeninhalt von einem Rechteck, der wird berechnet, indem man Länge mal Breite rechnet. Also sagen wir mal die Länge hier unten und die Breite so nach oben. So, und das führt ja exakt zu den Koordinaten von C, weil ich ja hier im Ursprung anfange, gehe ich x-Einheiten in der Länge und y-Einheiten in der Breite. Das heißt, die Koordinaten von C, x, y, bringen mir genau eben im Produkt, also x mal y, die Fläche von A, von diesem orangenen Rechteck. So, das ist schon mal leicht, aber wir haben eine Nebenbedingung. Der Punkt C muss auf g von x liegen. So, also ist meine Nebenbedingung, dass g von x quasi für den y-Wert eingehalten werden muss. Also der x-Wert, der ist quasi frei beliebig, aber der y-Wert muss eben so sein, dass er eben auch passend auf dieser grünen Geraden liegt. Und somit gilt für y, also g von x, gleich minus 1/2 x plus 6. So. Jetzt kann man aber beides zusammenbringen, also quasi verschmelzen lassen. Einmal möchte ich mein A hier irgendwie erreichen, also ich möchte zu einem Flächeninhalt kommen, ne? Also noch gar nicht mal maximieren, sondern ich möchte erstmal nur einen Flächeninhalt bilden und ich möchte aber trotzdem die Nebenbedingung einhalten. Also setze ich das da für y, was ich habe, eben in die Zielfunktion ein. Dann siehst du, x mal y wäre jetzt hier x mal eben diese lineare Funktion, dieser Funktionsterm, der hier eingesetzt ist. So, das kann man jetzt ausmultiplizieren. X mal minus 1/2 x sind minus 1/2 x Quadrat plus 6 mal x sind 6 x. So. Jetzt hast du ja hier eine Zielfunktion a von x, die auf einmal jetzt also nur noch von x abhängig ist. Das ist das Entscheidende. Und man sieht ganz eindeutig, man hat eine quadratische Funktion mit einem Minus vor dem Funktionsterm hier. Das bedeutet, das ist eine quadratische Funktion, die nach unten geöffnet ist. Und wenn sie nach unten geöffnet ist, hat sie irgendwie einen Scheitelpunkt, der gleichzeitig das Maximum der Funktion darstellt. Und die Frage ist, wo liegt dieser Scheitelpunkt? Denn dieser Scheitelpunkt gibt mir mein x an, das ich wählen muss, damit dieses Rechteck maximal ist. Und der y-Wert des Scheitelpunkts gibt mir dann auch gleich noch die Fläche dieses Rechtecks an. Also in dem Scheitelpunkt liegt jetzt also quasi die Lösung. So, das heißt, ich muss diese quadratische Funktion von der Polynomform in die Scheitelpunktform umformen. Wie das geht, siehst du in anderen Videos zu quadratischen Funktionen. Das überspringe ich hier, zeige aber nochmal die Schritte. So, die Scheitelpunktform, wenn du das alles gemacht hast, sieht so aus und man kann sofort ablesen, x ist gleich 6. Genauso wie in der Grafik, das muss ich hier leider gestehen. Das ist jetzt hier nicht nur eine Skizze, sondern gleich schon die Lösung gewesen. Aber ich habe es deswegen so gewählt, weil wir dann gleich hier auch schon sehen können, ob es passt. Hier sehen wir, 6 ist die Lösung. Ich muss x gleich 6 wählen als Koordinate für c, um das Rechteck zu maximieren und trotzdem auf dem Graphen zu bleiben. Und von dem Scheitelpunkt der y-Wert 18 ist auch sehr interessant, denn 18 ist gleichzeitig mein Flächeninhalt von dem Rechteck. Und das kann man hier super abzählen, denn man sieht ja hier die Kästchen. Man hat hier 6 Kästchen, nochmal 6 Kästchen, nochmal 6 Kästchen. Also 3 mal 6 Kästchen sind 18 Kästchen. Also 18 Flächeneinheiten hat dieses Rechteck als Fläche. So, das kann man sich auch nochmal angucken. Wenn man jetzt hier zum Beispiel 6 einsetzt in die lineare Funktion, kommt hier der y-Wert 3 raus. Das wissen wir schon, 6 und 3. Und wenn man dann 6 mal 3 rechnet, habe ich das noch gemacht? Ich glaube nicht. Nee, 6 mal 3 rechnet, kommt die 18 raus. So, da ist man fertig.